Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde der Deponia Doomsday. So, ich hatte mittlerweile ein paar Fails, unter anderem ein Aufnahmefail, mir ist die letzte Aufnahme gecrashed. Aber es ist eh nichts Spannendes passiert, wir schauen die ganze Zeit in diesem Raum und bla bla bla. So. Ich habe es mittlerweile dadurch ein bisschen überbekommen, ich würde hoffen, dass das jetzt klappt. Das überspringe ich, das kennt ihr schon. Bla bla bla. Ja, Elefant geht raus. Also ich bin ehrlich, hier dieses Ganze auf Zeit machen, das finde ich übelst scheiße gemacht. Weil man dadurch, bei so einem Deponia-Teil soll man schon ein bisschen Zeit haben, um sich alles genau umzuschauen. Das finde ich echt übelst kacke gemacht. Also sorry, das ist ein Minuspunkt. So, bestätigen. Bla, bestätigen. Rechts, rechts, rechts. Bestätigen. Bestätigen. So. Ich wusste doch, dass ich es jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Anleitung schaffe. Hey, wo sag ich? Okay, nächster Teil. Nanu? Das. Mir ist, als wäre nicht doch. Okay, Milch hier rein. Verderb. Fernseher an. Dann einmal mit Gold schnacken. Fast. Bobo Berlincello. Das einmal austauschen. Ah, da, hinter dir. Und dann den Lutscher noch hier rein. So. Er wird es mir danken. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Ich peile es nicht. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Ich peile es echt nicht. Ich klebe. Ich peile es verdammt nochmal nicht. Hey, stopp! Hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Mehr war nicht. Timeport. Knopf. Hätte jetzt eigentlich auch schon. Nee, nichts wie. Ja. Bestätigen. Rechts. 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 Bestätigen. Bestätigen. Gut. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey! Stopp! Wo willst du? Sag ich. So, Milch wieder hier hin. Das habe ich schon verstanden. Verderb. Ja, verderbliche Milch in Nische. Fernseher an. Danach Bobo Berlincello. Dann einmal anschauen. Nach Spannung. Ich habe diese Süße. So. Ein Teil. Dann Baby Golden Lutscher Clown. Fast richtig. Lutscher in die Lunchbox. Ja, was war vorne? Er wird es mir. Und das hier einmal austauschen. So. Da. Und jetzt tauchen die wieder auf. Hä? Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden.
Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Moment, hier sind neue Sachen. Ah, vielleicht muss ich ja hier auch jetzt weitermachen. Daran habe ich nämlich gar nicht gedacht. Moment, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey! Stopp! So, dann versuchen wir das jetzt mal. Milch geholt? Mehr war nicht... Loses Panel? Eine also das hat... Käse. Okay. Hier ist ein Bogen. Kohlezange? Okay, was können wir machen? Wir können die Kohlezange nehmen und bestimmt hier die Zeige abreißen. So viele... Warum habe ich nur... Egal. Okay. Was können wir noch machen? Vase. Bogen. Bisschen Peilung. Eigentlich aber... Hoppla. Ah, okay. Uhrzeiger, warum Käse. Muss ich an... Das ist doch wie... Oder... Das scheint aber... Das scheint aber irgend... Als würde... Ich, aber so. Ich weiß nicht, was... Aber... Dachion. Ich weiß nicht, aber... Jetzt, ja. Jetzt haben wir's. Wie Sie sehen, Sie... Was? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wo sind hier im Portal? Oder hier? Ah, da steht. Hey, ein woher auch. Kimme, Kort. Ja. Wer soll? Boah, leg mich fett. Leg mich fett. Folgen die mir jetzt etwa überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Okay. Muss ich den ausweichen? Schaffen wir. Oh oh. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Ubux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Was? Jetzt kommt schon. Ah,
komm schon, Rufus. Ja. Aua. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Es war ja auch überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich werde... Timeboard, schnell, dann kommen Sie nicht mehr weg. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuwak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. ...als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuwak eintreffen konnte. Du meinst... Er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Und jetzt volle Kraft voraus! Ah, ups, da. Das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium, genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Hm? Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher. Ne? Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell! Oh, nein, was? Warte noch! Huch! Tja, guck, Überraschung! Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte. Für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus! Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand. Jetzt. Nein, stopp. Los, worauf wartest du? Hab dich. Goal. Ich fasse es einfach nicht. Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären. Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Die Männer vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal. Lass sie los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer. Aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Ja, natürlich habe ich einen Plan. Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit. Es gibt nur eins, das du tun kannst. Du musst loslassen. Wir bauen uns einen Raketenschlitten. Wir bauen uns einen Raketenschlitten aus Pappmaché und Zündhölzern. Hey, das könnte funktionieren. Hier ist zufällig eine ganze Menge Pappmaché in Klites Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Ach, wir waren so nah dran. Kommen wir also zu Plan B. Wir versuchen, einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen? Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen
vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip-Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Das führt uns zu Plan C. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Es gibt nur eins, was du tun kannst. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Komm schon, Wunder. Lecker Wundertüten. Wunni, 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 Wunder. Das dazu. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Es gibt nur eins, was du tun kannst. Du musst loslassen. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay, das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los. Und dann, wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich habe ein paar Flugschnabeltiere abgerichtet. Wer sagt's denn? Wäre ja auch schön blöd von dir gewesen, hier vollkommen unvorbereitet aufzutauchen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei! Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Gar nicht. Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Und dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen, nach Elysium reisen, einen praktischen Nutzen für Hutmode finden und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein. Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt? Die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja. Wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten.
Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Xux. Ongo, Bongo, Schnüx. Doppelschnüx. Ich hatte nie die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ubel. Super lässig. Rauffang. Naso. Xux. Mach's gut. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Der Kreis schließt sich. Was ein Ende. Also ich bin gerade wieder geflasht. Ein so bescheuertes Spiel schafft es, so ein Ende hervorzurufen, aber... Ich weiß nicht. Irgendwie ist es ein komisches Ende. Es erklärt zwar jetzt wieder einiges... Ach, da ist natürlich Bowser und Doc, aber das ganze Spiel über sind sie stark. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, The Pony Doomsday, dass es an dir so schnell kam, hätte ich es echt nicht erwartet. Aber was ich ganz ehrlich jetzt... Ich will es echt nicht hoffen, dass das der letzte Teil war. Ich will es einfach nicht hoffen. Dafür ist das eine zu geile Serie. Boah, leck mich am Arsch. Du hast recht, liebes Riese. Mit Chronicle und Goal. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Boah, leck mich mal, ich bin gerade echt so ein bisschen ordentlich geflasht. Überrascht. Ich kann es kaum in Worte fassen gerade. Ich will mir aber jetzt ganz ehrlich noch so einen Teil wünschen, wo man so ein bisschen irgendwie was aus Kurzzeit sieht, wie man vielleicht, sag mal schnell, auf der Hoffnung ist, einen neuen Rufus wiederzufinden, oder? Da wird doch irgendwie da irgendwas passiert sein, das ist doch die perfekte Vorlage. Zehntausende Zeitschleifen und irgendwo ist ein Rufus. Das wäre doch perfekt, bitte, lass es so sein. Ich würde es mir so wünschen. Aber ganz ehrlich, Daedalic Entertainment, ihr Arschlöcher, ihr seid doch die besten Spielentwickler meines Erachtens. Ihr seid echt die besten Spielentwickler, die... Ich sehe es gerade, also die Hüte da. Puh. Also ganz dickes Lob an Daedalic Entertainment. Ein Wahnsinnsspiel. Ich bin einfach nur schwer... Überrascht, enttäuscht von dem Ende bin ich irgendwie. Ich freue mich auch über das Ende, ich weiß es nicht. Es ist. Ich bin zwiegespalten. Und ich bin ehrlich, wir kommen sogar teilweise bei diesem Ende sogar ein bisschen Tränen, weil. Ne. Aber wenn man mal überlegt, da sieht man ja, Rufus und Goal haben es nach Utopia geschafft. Klar, Rufus ist zwar jetzt älter, aber sie haben es nach Utopia geschafft. Vielleicht kann man da, wird da irgendwas gemacht, ich weiß es nicht. Boah,
Also, dieses Spiel hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Also, Deponia Doomsday. Ein richtig geniales Spiel. Es hat super Spaß gemacht, auch zu displayen. Einziger Kritikpunkt. Diese Timer-Szenen, sag ich jetzt mal, wo man auf Zeit arbeiten musste. Die fand ich teilweise blöd gemacht, dass da noch zu viel gesprochen wurde. Weil das hat dann schon doch einiges von der Zeit weggenommen. Also entweder dann keine Zeit machen, aber nicht auf Zeit machen oder dann ohne die Gespräche. Dann wäre das Spiel top, bin ich ehrlich. Finde ich so cool, dass jetzt hier so Achievements eingebaut haben, die auch im Spiel angezeigt werden, nicht mehr nur über Steam. Ihr Arschlöcher. Ihr richtig geilen Arschlöcher einfach nur noch. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Wenn, ich weiß jetzt nicht, ob Chaos of Deponia noch läuft. Ich habe dieses Spiel jetzt am 17.03. fertig dann aufgenommen. Und Chaos of Deponia habe ich auf jeden Fall vernachlässigt. Muss ich mal ein bisschen mehr aufnehmen jetzt. Auf jeden Fall. Es wird, schätze ich mal, dann bald weitergehen mit dem dritten Teil von Deponia. Und ich werde auf jeden Fall nicht mehr so drei Let's Plays auf einmal machen. Das kannst du bei mir vergessen. Irgendwie war das zu viel Stress für mich. Gut. Auf jeden Fall. Wenn Chaos of Deponia noch läuft, sehen wir uns da wieder. Ansonsten sehen wir uns bei Goodbye Deponia. Damit wir die ganzen vier Teile auch mal durchschauen auf dem Kanal. Bis dahin, lasst einen Daumen für dieses wundervolle Projekt da. Schreibt auch mal gerne eine gute Review bei Steam für dieses Spiel, für Goodbye Deponia. Ja, Goodbye. Für Deponia Doomsday, super Spiel. Ich würde mal sagen, wir machen so ein kleines Ranking. Auf einer Skala von 1 bis 10 kriegt dieses Spiel 9,5 Punkte. Bin ich ehrlich, es ist ein super Spiel. Super Story, super Soundtrack, alles geil. Außer halt diese Zeitszenen. Da würde ich es aber mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Projekt. Bis dahin. Tschüss. Daumen nach oben, wer wünscht.